In Deutschland wird heute des Brandanschlages von Solingen vor 25 Jahren gedacht. Am 29. Mai 1993 hatten vier Männer, die der rechtsradikalen Szene zugerechnet wurden, Feuer im Haus einer türkischen Familie gelegt. Fünf Menschen kamen ums Leben. Auch der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu wird bei Gedenkveranstaltungen in Solingen und in der Düsseldorfer Staatskanzlei neben Vertretern der deutschen Bundesregierung Reden halten. Diese rassistischen Anschläge müssen immer wieder zur Sprache gemacht werden, weil es in den 90er Jahren wurde das eher als eine Randerscheinung dargestellt. Heute haben wir die Situation, dass tagtäglich Menschen, die nicht einer angeblichen deutschen Norm entsprechen, angegriffen werden. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte gegenüber der Funke Mediengruppe, der Anschlag sei ein Auftrag an alle Menschen in Deutschland, nicht zu vergessen, nicht wegzusehen und nicht zu schweigen. Der Anschlag ereignete sich vor 25 Jahren und 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Für die türkische Gemeinde in Berlin und überall in Deutschland bietet das Gedenken Gelegenheit, zurückzublicken und sich zu versichern, dass derartiger rassistischer Hass nicht wieder entstehen soll.